Herr Zwiefelhofer, die VU hat landesweit 14,1% verloren. Für was ist die VU von den Wählern jetzt so abgestraft worden? Das ist eine sehr gute Frage, die wir uns in der nächsten Partei ganz gut überlegen würden. Wir haben vor 4 Jahren 9% zugelegt, wir haben das mal 14% verloren. Wahlen sind manchmal unberechenbar. Wir müssen das gut analysieren, was wir besser machen wollen, damit wir in 4 Jahren wieder ein besseres Ergebnis haben. Wenn wir jetzt über die Ursachen ein bisschen spekulieren dürften, ist der Wahlkampf zu handzahm gewesen von der VU? Hat man zu wenig starke Akzente gesetzt oder hat man nicht die richtigen Themen gewählt? Ich glaube, Themen sind generell die gleichen bei allen Parteien. Ich glaube, ein Themenwahlkampf kann man sicher nicht aufhängen, das Ergebnis. Ich denke, das Ergebnis hat damit zu tun, dass wir eine neue Partei im Land haben, die angetreten ist. Es ist ein Faktor. Ein weiterer Faktor ist, dass die VU 4 Jahre Mehrheitsverantwortung gedreht hat und schon 2 Sparpakete hat durchbringen müssen. Die Landesverwaltung reformiert hat in der ersten Phase. Und es ist natürlich klar, dass wenn man vorne an der Straße steht und Verantwortung dreht und unangenehme Entscheidungen muss fällen, dass man dann natürlich auch eventuell eine Quittung überkommt. Mit dem haben wir gerechnet, dass wir nicht dazulegen würden, sondern eher verlieren würden ein bisschen. Aber dass wir so stark abbauen, mit dem haben wir natürlich nicht gerechnet. Aber wie gesagt, es hat für uns schon auch mit der vierten Kraft zu tun, die dazugekommen ist, wo wahrscheinlich bei uns viele Protestwählerstimmen auch weggenommen hat. Sind Sie jetzt persönlich enttäuscht von dem Ergebnis? Natürlich bin ich enttäuscht, ich hätte mir ein besseres Ergebnis gewünscht. Aber ist ja das schon sportlich. Also ich finde, wenn man sich an einer Wahl stellt, muss man sich auch an einer Niederlage stellen. Und man muss nach vorne schauen und eben, wie man immer sieht, nach der Wahl ist vor der Wahl. Und wir würden weiter schaffen und nach vorne schauen. Und ich bin überzeugt, dass die VU in 4 Jahren wieder ganz anders dastehen wird. Braucht die VU jetzt nach dem Ergebnis eigentlich einen Neustart als Partei? Der Neustart hat schon stattgefunden. Wir haben vor kurzem einen neuen Parteipräsidenten bekommen. Wir haben ein komplett neues Regierungsteam. Wir haben im Landtag, der Großteil der Landtagsabgeordneten sind neu. Der Neustart hat stattgefunden und die Leute wollen wir jetzt schaffen lassen und den neuen Weg anfangen und dann kommt es schon gut. Jetzt hat sich die VU vor der Wahl schon festgelegt darauf, dass sie eine große Koalition wünscht. Findet es demnächst Koalitionsverhandlungen mit der FDP statt? Oder wäre jetzt einmal ein Gespräch mit den kleineren Parteien, die jetzt erstarkt sind, wäre es eine Option? Also wir haben immer gesehen, bei den Herausforderungen, die unserem Staat liegen, ist eine grosse Koalition die stabilste Lösung und die Chancen sind am grössten, dass dann die Reformen noch durchgehen. Wir warten jetzt auf das Angebot von der FDP. Die FDP hat die gleiche Aussage gemacht wie wir, hat auch gesehen, eine grosse Koalition wäre das Beste. Wir erwarten jetzt ein Angebot von der FDP und ich denke, die VU ist sicher bereit für Gespräche. Aber das Ergebnis gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, Alternativen und da würden jetzt sehr intensive und spannende Gespräche stattfinden. Der Landtag ist jetzt anders zusammengesetzt, wird viel bunter mit den 4 Parteien. Es sind auch die Kleinparteien relativ stark geworden. Wird jetzt die Landtagsarbeit bunter, schwieriger, vielleicht ein bisschen chaotischer? Also sie wird sicher spannender, sie wird sicher vielseitiger und es ist ja nicht nur schlecht. Also wir haben immer im Wahlkampf gesehen, das Schlechteste, was passieren könnte, wäre ein rein rot-schwarzer Landtag. Und von ihm her kann man sich ja auch ein bisschen freuen als Wähler und als Bürger von dem Land, dass es so eine Vielfalt im Parlament gibt. Das hat auch positive Seiten.